Herzlich willkommen zu meinem Video. In diesem Video geht es um zusammengesetzte Nomen und Nomen mit Endungen heit, keit, ung und nis. Nomen können aus mehreren Wörtern zusammengesetzt werden. Das Grundwort steht hinten. Es sagt aus, was das Nomen bezeichnet. Der Artikel richtet sich immer nach dem Grundwort. Wenn wir diese zwei Nomen zusammensetzen, ist dann das neue Nomen die Haustür. Das Bestimmungswort steht am Anfang. Also, das Haus ist ein Bestimmungswort und die Tür ist ein Grundwort. Am Ende eines Nomens findest du häufig die Nomenbausteine heit, keit, ung und nis, zum Beispiel die Besonderheit, die Heiterkeit, die Verwandlung oder die Finsternis. Die Nomensteine heit, keit, ung und nis können andere Wörter in Nomen verwandeln. Zum Beispiel bei den Verben erfinden, die Erfindung oder sitzen, die Sitzung. Du siehst, bei den Verben fällt en aus. Bei Adjektiven, zum Beispiel heiter, die Heiterkeit. Achtung, bei vielen Adjektiven musst du die Endung ig ergänzen. Zum Beispiel neu plus ig Neuigkeit, müde plus ig Müdigkeit. Du siehst, hier fällt e aus. Machen wir eine kleine Übung, um zu sehen, ob du verstanden hast, was ich gerade dir erklärt habe. Hier ist die Übung. Setze neue Nomen zusammen, schreibe sie mit dem bestimmten Artikel auf. Überlege jetzt, was ist die richtige Antwort? Das Tier plus das Heim ist das Tierheim. Das Tierfutter. Das Wirbeltier. Die Tierhaltung. Der Tierpfleger. Der Tierpark. Das Tierhaus. Das Tierlexikon. Die Tierart. Schön, dass du das mitgemacht hast. Jetzt üben wir eine andere Übung. Bilde Nomen aus den Verben und schreibe sie auf. Denke daran, Nomen werden groß geschrieben. Überlege jetzt, was ist die richtige Antwort. Die Wanderung, die Rechnung, die Heizung, die Lenkung. Und jetzt machen wir eine letzte Übung. Bilde Nomen aus den Adjektiven und schreibe sie auf. Schön, dass du immer noch dabei bist. Jetzt kontrollieren wir unsere Antworten. Die Fröhlichkeit. Die Heiterkeit. Die Helligkeit. Die Schnelligkeit. Ich hoffe, du hast den Inhalt dieses Videos verstanden. Wenn nicht, dann schau dir nochmal an. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal.